Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2 auf der Switch. Wir reden mal mit der kleinen Ratte hier vorne. Oh, die putzt sich. Wie süß. Quiek, lass die Katze aus dem Sack. Was machen Menschen hier draußen? Ihr sucht die Kurskugel, oder? Na gut, hier ist sie. Diese schöne Kugel hinter mir. Sobald ihr eure Hände auf sie legt, werdet ihr in Zukunft nach Belieben hierher springen können. Öffne deine Karte mit Minus und schon kannst du dich zu einer Kurskugel teleportieren, die du bereits berührt hast. Oder du kehrst direkt nach Hause zurück, ganz wie du willst. Die Insel ist größer, als man denkt, vor allem zu Fuß. Diese Kugeln sind der Schlüssel zum schnellen Reisen. Denk aber daran, jede neue Kurskugel zu berühren. Du fragst dich vielleicht, warum ich dir das erzähle. Alle satten Ratten auf dieser Insel sind so hilfreich. Von uns kannst du praktische Tipps erwarten. Oh, ich liebe die Ratten. Die sind echt super. Und wir schauen uns mal die Kurskugel an. Huxel aktiviert die Kurskugel. Die Kugel auf Kurs halten. Zwinker, zwinker. Immer wenn du eine Kurskugel findest, solltest du sie aktivieren, da du sonst nicht später zu ihr zurückspringen kannst. Du kannst jetzt hierher springen. Hügel der satten Ratten. Und wir schauen uns das vielleicht mal einmal kurz an. Also das ist die Karte und... Ah, jetzt kann man, okay, also man kann hier einfach Wegpunkte auswählen. Ihr seht schon hier den Grünfeldbauernhof oder das Dock, beziehungsweise der Dock oder der Hügel der satten Ratten. Und da kann ich einfach A drücken und mich dann tatsächlich dahin springen lassen. Ansonsten hat man hier noch eine Sprung-Ziel-Liste. Also sehr, sehr komfortabel das Ganze, echt interessant. Hier vorne haben wir übrigens noch ein Geheimnis anscheinend, an dem wir vorbeigelaufen sind. Das gucken wir uns vielleicht gleich mal an, das müsste ja da irgendwo sein. Aber erst einmal gehen wir jetzt zu dem Wurm, würde ich sagen, denn das ist ja unser eigentliches Ziel. Und auf dem Weg zum Wurm würde ich vorschlagen, sammeln wir vielleicht noch ein bisschen Holz. Wir brauchen ja noch sehr, sehr viel Holz. Wir wollen ja unser Haus noch ein bisschen schöner machen. Und ich habe auch schon ein paar Ideen gesammelt, beziehungsweise ich weiß schon, was ich so ungefähr als nächstes machen möchte. Und ich brauche auf jeden Fall, wie schon gesagt, sehr, sehr viel Holz für mein Vorhaben. Und deswegen sammeln wir hier mal so ein bisschen. Abgesehen davon sollten wir vielleicht hier auch mal die Dracos besiegen. Nehmt das Monster, sagt hier Melroth. Nein, Huxel schläft ein. Alle kämpfen, Huxel schläft. Gibt's doch gar nicht. Huxel ist ein sehr, sehr fauler Held. Zack, zack, zack. Ja, die Dracos, die besiegen wir hier aber locker. Die sind gar kein Problem für uns. Ja, machen wir noch ein paar Bäume kaputt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Holz ich habe. Ach doch, unten rechts steht sogar. 112 habe ich schon. Ah, 120. Ja, ja, wir haben viel Holz. Also, Holz wird uns auf jeden Fall erst einmal nicht ausgehen. Und, was haben wir da? So eine Art Sandhügel. Da ist auf jeden Fall unser Zielmarker. Also hier unten in die Höhle sollen wir rein. Ah, und da vorne sehe ich schon, da stehen Monster. Und das eine sieht auch aus wie ein Wurm. Und ich würde sagen, da gehen wir gleich hin. Schauen wir uns aber erstmal hier ein bisschen um. Da ist eine Schatztruhe. Wey, wir haben eine Schatztruhe gefunden. Ich wusste doch, das Erkunden lohnt sich. Und? Na? Wow. Ein Steinschwert, echt? Genau das, was ich mir gekraftet habe, finde ich jetzt hier. Ah, wieso? Gibt's doch gar nicht. Naja, gehen wir mal runter in die Höhle. Und ich denke mal, hier werden wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was erfahren. Tatsächlich, Melrose spricht mit uns. Hey Huxel, was glaubst du, was da vor sich geht? Hehe, endlich haben wir dich gefunden, du rückgratloser Wurm. Wir haben gehört, dass du saubere Erde produzierst. Und du weißt doch, was die Strafe fürs Produzieren von Dingen ist. Ich hab nichts falsch gemacht. Es ist nicht mein Fehler, dass die Erde sauber wieder rauskommt, der ist reingeht, wa? Wenn du wirklich auf unserer Seite an unsere Sache glaubst, dann würdest du sofort zerstören, was du da produzierst, aber das tust du nicht. Deshalb musst du jetzt bestraft werden. Was glaubt ihr, was hier los ist, Mämpfen? Fehlt ihr nicht, dass wir hier arbeiten und gegen Aufwendige vorgehen? Fehlt mich einfach rum, helft uns. Feiern ihr voll euch für ein Kind, wir haben uns wie Gesetzen. Dann erleben wir euch eben auch. Oh Mist, ihr müsst mir helfen, Menschen, bitte. Ach, sieht aus, als müssten wir uns für eine Seite entscheiden, Huxel. Was denkst du? Schließen wir uns den Monstern an oder eher dem Monster? Dass ihr überhaupt darüber nachdenken müsst, beweist schon, dass ihr keine frommen Knochen in euch tragt. Die Kinder Hargons dulden solche treulosen Anhänger nicht.
Ja, genau. Aus blüter Felbe, grausige Ende wie diesem langen, flanken Schwimmer. Kommt bei euch, wir machen wie fertig. Kümmert euch um den eigenen Kram. Nein, wir zerstören hier die Monster. Oh, die machen wir sowas von Platz. Wir wollen natürlich dem lieben Wurm helfen. Kicken wir mal. So. Sowas von erledigt. Die kleine Armee, wir schlafen schon wieder ein. Und das war's. Die Monster wurden besiegt. Natürlich gibt's hier einen High Five dafür. Und kommt der Wurm wieder? Ja. Oh, schaut euch den mal an. Der hat einen kleinen Strohhut auf. Wie süß. Wie bei One Piece. Monkey D. Wurm haben wir hier vor uns. Naja, unterhalten wir uns mal mit dem guten Kollegen. Allerbest, ihr habt mit diesen schrecklichen Biestern, die mich bedrängt haben, kurzen Prozess gemacht, wa? Danke. Aber wer seid ihr überhaupt und was macht ihr hier draußen? Du bist ein Erbauer, sagst du, und ihr baut einen alten Bauernhof mit dem Jottes hier wächst und allem drum und dran wieder auf und ihr sucht wen, der die Erde produzieren kann? Ich hab gespürt, dass der große Baum zurück ist. Bin auf der Suche rumgeschlängelt und werd von dem gerettet, der ihn gepflanzt hat? Das nenn ich Schicksal. Ich bin Schlingler, weißt du? Wir sind ein uralter Stamm mit der Kraft der Erde zu reinigen. Jedenfalls war mal das. Jetzt gibt's nur noch mich. Dieses eklige, schleimige Ding wird unseren Boden reinigen. Ich kann gar nicht abwarten, die Gesichter zu sehen, wenn wir mit dem riesigen Wurm zurückkommen. Ich heiße übrigens Wilfried. Und wenn wir zu eurem Bauernhof gehen könnten, bevor noch mehr Kinderhaie uns auftauchen, wäre das richtig prächtig. Überraschung, der Schlängler folgt, Huxel. Den mag ich auf jeden Fall, ist ein cooler Typ. Und läuft er uns jetzt hinterher? Also ich denke mal ja, wir haben ja gerade die Meldung bekommen. Der buddelt sich tatsächlich hinter uns her. Wie witzig. Also der buddelt immer so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir probieren auch jetzt einfach mal die Schnellreise aus. Also zum Grünfeldbauernhof. Ja. Kleinen Ladebildschirm gibt es, aber keinen langen. Und jetzt kommt das Beste am Spiel. Die Leute applaudieren wieder, weil ein neuer Dorfbewohner beitritt. Das ist so süß. Wie kann man sowas Niedliches in ein Spiel einbauen? Das ist so witzig. Na komm, sprechen wir mal mit Wilfried. Oh jo, das ist ja ein bunny schöner Bauernhof, den ihr hier habt. Der ist zwar noch klein, aber die Grundlage stimmt. Ein Feld, Nutzpflanzen, so das J, das hier wächst. Donnerlütchen, das ist ja ein Monster. Drangsalierende Drakos, du hast recht. Wir werden von einem scheußlichen Schlängler angegriffen. Steh nicht nur rum, Melroth. Verprügel ihn, bis er um sein Leben bettelt. Das wird nicht nötig sein. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Schlängler ein Nachkomme des Stamms, der die Erde auf Grünfeld über Generationen sauber gehalten hat. Was? Hör mir zu, Schlängler. Von heute an wirst du uns helfen, neue Felder zu bestellen. Wenn dir das nicht gelingt, dann besteht kein Grund für uns, dich am Leben zu lassen. Ihr versucht mich eh zu schüchtern, wa? Jo, klappt auch. Abgemacht. Keine Sorge, Wurmgesicht. Wenn der Kerl irgendwas versucht, schlage ich ihn zu Brei. Ja, danke vielmals. Gut, dann bleibe ich hier und helfe Huxel dabei, den Jottes hier wächst, wieder aufblühen zu lassen, wa? Würde mich mehr als freuen, wenn ich euch mit eurer Erde helfen könnte. Wenn es was gibt, was ich gut kann, dann ist es Dreck zu besätigen. Der Schlängler schließt sich dem Team von Huxel an. Ah, mit dieser wunderschönen Melodie haben wir also ein weiteres Teammitglied gewonnen. Wonderful und eine Mission abgeschlossen natürlich auch. Und hier haben wir weitere Gesprächsoptionen mit Bibi. Weiter so, Huxel. Es ist ziemlich cool, dass jetzt ein Schlängler zu uns gehört. Und jetzt können wir voll die Erde kriegen, die wir brauchen. Eigentlich witzig, wie gern uns dieser schleimige Einfallspinsel helfen wollte. Was, Huxel? Irgendwas an dir scheint Monstern echt gut zu gefallen. Unsere Gebete wurden erhört. Unser Erdproblem ist gelöst, und zwar dank Bibi. Ach was, ich habe doch nur von einem Gerücht erzählt. Huxel hat die Arbeit erledigt. Und Hut ab vor Wilfried, dass er alles stehen und liegen gelassen hat, um uns hier zu helfen. Niemand weiß warum, aber hier auf Grünfeld waren die Schlängler, die Wichte und die Ratten uns Menschen immer sehr wohlgesonnen. Hey, wenn du auf deinen Reisen rumfragst, findest du vielleicht raus, warum. Ach, Bibi. Unser kleines Team hier. Oh, ich darf was an Bibi geben. Ich darf dir eine Waffe geben? Oh, hier, kriegst du eine Waffe. Da. Viel Spaß damit. Ach, ich kann ihr Ausrüstung geben, einfach damit sie die austauscht. Okay. Naja, hat sie eine bessere Waffe, ist ja nicht unbedingt schlecht. Quatschen wir mal hier mit Wilfried.
Wir Schlängler sind auf Grünfeld seit Ewigkeiten die Hühner des Bodens. Unsere Aufgabe war es immer, die Erde in Newton-Zustand zu halten. Und jetzt, da ich die Kinder Hions los bin, kann ich wieder anfangen. Ich will sehen, wie dieser Ort wieder zum Leben erfüllt wird. Grün vom Strand bis zur höchsten Klippe soll er sehen. Ich sollte wohl anfangen, diesen rosigen Schleim in saubere Erde zu verwandeln, was? Oh ja, bitte, Wülfried, du ahnst ja gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Ich freue mich so darauf, dir beim Säubern der Erde zuzusehen. Ah, denn mal los, aber woher soll ich wissen, welche Stelle ich reinigen soll? Verstehe, du willst Vogelscheuchen benutzen, um mir zu zeigen, wo ich die Felder hin sollen, wo ich die Felder hinbauen soll? Also zauber ich um diese Puppen herum saubere Erde? Klingt noch ein Plan, ich lege direkt los. Was du heute kannst besorgen, das verschieb nicht auf morgen, wa? Oh, also er stellt um die Vogelscheuchen saubere Erde her. Oh, das macht er tatsächlich. Der buddelt hier ruckzuck alles um. Ah, wie cool ist das denn? Das geht richtig schnell. Oh, ist das klasse. Oh, und die Dorfbewohner fangen natürlich direkt an, das hier zu bewirtschaften. Sehr, sehr cool. Aber ich werde hier trotzdem die Vogelscheuche mal kaputt machen. Ich weiß, es gilt jetzt hier nicht mehr als Feld, aber das soll es auch gar nicht. Denn ich möchte das Feld eigentlich an einer anderen Stelle anlegen. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal ja schon gesagt. Wir machen das hier alles mal kaputt. Das muss jetzt leider sein. Ich weiß, es ist nicht schön, aber wir müssen hier mal eben alles zerstören. Denn das Feld hätte ich ja eigentlich gerne... wo soll das denn anfangen? Hier links, glaube ich. Also links neben dem Gebäude möchte ich das Feld eigentlich anlegen. Und, wie machen wir das? Wir legen jetzt hier einfach mal... Hey, das wollte ich gar nicht. Wir legen jetzt hier einfach mal so eine etwas größere Ebene an, würde ich sagen. Machen wir mal hier. Ja, ich würde sagen, so auf der Höhe machen wir das Ganze. Und hier baue ich jetzt einfach mal so einen Bereich, wo ich dann ein paar Vogelscheuchen hinstelle. Und dann baue ich da einen Zaun drumrum. Also ich kann ja jetzt hier die verdorbene Erde nehmen, denn der liebe Wülfried, der wird das ja alles hier sauber machen. Und hier an der Stelle möchte ich das Feld anlegen und das dann schön umzäunen, damit das Ganze auch noch hübsch aussieht. Aber ihr werdet in diesem Part, denke ich mal, noch meine Vision zum Leben erwachen sehen. Gucken wir mal noch weiter. Nö, machen wir mal hier noch. Ja, okay, hier auch noch. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, wie weit das Ganze gehen soll. Ich muss mal kurz überlegen. Wie weit ziehe ich das denn? Ich würde mal sagen, das hier nehme ich jetzt als Grenze. Ja. Ich stecke mir einmal kurz den Bereich ab, den ich nutzen möchte. Das hier auf einer Ebene? Ich glaube, ja. Na? Ja, okay. Also hier bauen wir jetzt einfach unser Feld hin. Und das wird schön. Ich habe das Gefühl, das wird ein wirklich schönes... Oh, jetzt werde ich hier angegriffen, was? Nein, die Schnecken! Die sind aber ganz schön nah an unserem Dorf dran. Naja, die müssen jetzt erstmal draufgehen. Nicht, dass sie mich jetzt hier unterbrechen bei meinem Feldbau. Und apropos Feldbau, da machen wir jetzt natürlich direkt weiter. Ich hoffe, das wird schön. Also ich gehe davon aus, dass es schön wird, aber man weiß ja nie. Sieht gerade so ein bisschen aus, als ob ich einen Swimmingpool bauen würde, oder? Also mich erinnert es gerade an einen Swimmingpool. Wir können natürlich auch einen Swimmingpool später noch bauen. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt das, was zu einem Bauernhof passt natürlich, aber... Auch warum nicht? Wir bauen hier auch Swimmingpools hin. Vollkommen egal. Also ich erhöhe das hier noch ein bisschen, damit das auf einer Ebene mit unserem Haus ist. Und? Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Hauptsache, es macht optisch was her. Ach, das wird toll. Ich glaube, das wird wirklich toll. Ich freue mich schon drauf, wie das gleich aussieht, wenn es fertig ist. Und diesen Bereich hier, den werde ich dann auch umzäunen. Ja, da muss ich jetzt erstmal alles wirklich mit dieser dreckigen Erde volllegen. Ach, das wird super. Ich weiß das ganz genau. Das macht übrigens echt Spaß. Also ich finde, das Bauen hier ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ah, Moment. Ja, hier noch zwei Blöcke hin. Ich finde, das Bauen ist hier echt cool. Also das Bauen, das Materialien sammeln und so weiter, das macht mir echt Spaß. Wobei, das hat mir in Minecraft auch immer Spaß gemacht. Aber so prinzipiell würde ich tatsächlich sagen, gefällt mir Dragon Quest Builders sogar wirklich besser als Minecraft. Weil ich es halt mag, dass so eine Geschichte die ganze Zeit erzählt wird und dass man irgendwie so tolle Quests hat und dass man, ja, einfach so das Gefühl hat, man spielt auch parallel noch ein Rollenspiel und nicht nur so ein Aufbauspiel. Wirklich sehr, sehr schön und auf jeden Fall auch mit sehr, sehr viel Liebe und vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Humor gemacht hier das Ganze. Muss man ja einfach mal zugeben. Also, wir haben gleich alles fertig. Das geht auch flott. Also, das Aufbauen ist jetzt auch nicht so ganz zeitintensiv. Moment, da muss ich noch runterlegen. Zack. Jetzt kann ich auf meiner Ebene hier bauen. Kann ich hier runter noch ein bisschen Erde legen? Ja, 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 ja. Okay. Und jetzt nur noch diese eine Ebene hier. Und dann haben wir's. Jetzt habe ich gleich sogar keine verdorbene Erde mehr, leider. Verdorbene Erde ist mir ausgegangen, meine ich. Ja, dann besorgen wir uns einfach hier vorne was. Ich mache hier mal so ein bisschen die Erde kaputt. Ach, verdorbene Erde. Am Anfang wollte ich sie die ganze Zeit loswerden und jetzt plötzlich ist sie total wichtig für mich geworden. Ist auch verrückt. Naja, naja, naja. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Blöcke ich jetzt von dem Zeug brauche. Den Zaun sollte ich da oben übrigens auch mal mitnehmen. Den brauche ich gleich zum Abstecken meines, meines kleinen Farmgebietes da vorne. Ich meine, ich habe aber noch ein bisschen Zaun auch im Lager oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie kompletten Zaunmangel hätten. Meine ich zumindest. Na, blöder Zaun, geh kaputt. Das geht's doch gar nicht. Ich krieg den Zaun da oben nicht kaputt. Jetzt habe ich ihn. Ah, da schwebt immer noch ein Zaun. Naja, dann ist es jetzt der offizielle schwebende Zaun dieses Bauernhofes hier. Also jetzt nochmal nach oben. Und... ah, doch, hier kann ich platzieren, wollte ich doch sagen. Das Blöde ist jetzt nur, dass der Rand hier jetzt voller verdorbener Erde ist. Das wollte ich eigentlich noch mit Holz abstecken. Ach, wobei... ach, das machen wir später auch nochmal hübscher. Wir machen auch wieder erstmal so eine Grundversion, würde ich vorschlagen. Ich habe ja das letzte Mal auch schon gesagt, auch bei dem Bauernhof schon. Wir werden das alles immer noch hübscher machen. Also ich mache immer erstmal so eine Version, dass wir überhaupt irgendwie was Hübsches, Kleines haben, wo wir jetzt was anpflanzen können. Und wie schon gesagt, bei dem Haus haben wir es ja auch so gemacht, dass wir erstmal das Haus grundsätzlich überhaupt gebaut haben. Und später, also in den späteren Parts, kümmern wir uns darum, dass unsere kleinen Bauwerke und unsere kleinen Felder etc., dass die alle auch ein bisschen schöner werden. Mein Ziel ist es übrigens, im Verlaufe des Spiels irgendwann mal ein Schloss zu bauen. Ich fände es schön, wenn wir irgendwann mal ein Schloss hätten, was wir dann richtig schön ausgestalten können. Also mein Abschlussprojekt, ich denke mal, das Spiel wird ja sehr, sehr viele Parts lang gehen. Ist, denke ich mal, so ein großes Projekt, mein erstes Großprojekt eigentlich auf meinem Channel. Ich denke mal, wir haben ja sehr, sehr viele Parts noch vor uns und irgendwann werde ich mal ein Schloss bauen. Das wird dann so mein absolutes Hauptprojekt von diesem Let's Play. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall die Erde fertig. Wollen wir jetzt die Gegner besiegen? Nee, das machen wir gar nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz schlafen und setzen unsere Reise bzw. unseren Aufbau von diesem Feld hier am nächsten Morgen fort. Man braucht ja nicht mitten in der Nacht arbeiten, ne? Huxel braucht ja auch ein bisschen Schlaf. Da sind wir wieder. Wach, wach, wach. Jetzt muss ich erstmal Vogelscheuchen bauen. Ich will Vogelscheuchen haben. Was brauche ich denn für Vogelscheuchen? Och, da kann ich ja ein paar bauen. Ich baue erstmal drei Stück. Vielleicht reicht das. Ich habe ja noch einen im Inventar. Ah, Moment. Da. Müssen die natürlich ein bisschen weiter von dem Brunnen auslaufen. Aber das wird schon klappen. Und jetzt stellen wir die erste hier hin. Okay, da haben wir schon mal ein Feld. Und die zweite? Jetzt weiß ich die Grenze nicht mehr. War das hier? Ich glaube, hier war die Grenze. Schauen wir mal erstmal, was Wülfried jetzt macht. Ob er jetzt alle Felder, die ich wollte, umpflügt. Aber ich glaube, er macht das tatsächlich gerade. Ja, sauber. Genauso wollte ich es haben. Schön. Wirklich schön.
Oh, das ist genauso, wie ich es haben wollte. Das ist doch schon viel, viel, viel hübscher als das, was wir ursprünglich hatten. Und jetzt mache ich hier mal einmal den Kohl kaputt. Kriege ich eigentlich die Kohlsamen auch wieder? Ich meine ja, ne? Ja, ja, ja. Ich kriege die Kohlsamen hier auch wieder. Damit haben wir das Feld hier kaputt gemacht, natürlich. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn wir haben da vorne ja ein neues. Oh, wenn der Magen knurrt, wenn deine Sattheitsanzeige auf 0% sinkt, kannst du weder losstürmen noch zwei Schwertschläge hintereinander ausführen. Du solltest dir den Magen vollschlagen, bevor es soweit ist. Ja, machen wir. Aber erst einmal lege ich hier vorne noch einmal Blöcke rein, damit wir hier nicht immer runterfallen. Zoink, zoink, zoink. Nicht mehr viel. Gleich haben wir alles ausgestattet. Oh nein, hier fehlt mir ein Block. Na, da kommt da jetzt einfach trockene Erde rein. Und die Samen haben wir auch wieder. Ja, sprechen wir mal kurz mit Wülfried. Bitteschön, Huxel. Dieser stinkende Schlamm ist weg. Hier ist jetzt nichts als fruchtbare Erde für eure Felder. Herrje. Oh, da kommen sie alle angelaufen. Unglaublich. Schaut euch diese ganze gesunde Erde an. Danke, Wülfried. Ich bin so glücklich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel schöne, weiche Erde gesehen. Seit die Faulsporen aufgetaucht sind, dachte ich, unsere Insel wäre verdammt. Bisher ist selbst das, was wir in unserem sauberen Boden gepflanzt haben, verdorben. Was ist denn mit euch los? Jetzt weint ihr wegen ein bisschen Erde. Wir haben so lange jedes bisschen bebaubare Erde zusammengekratzt und jetzt haben wir mehr, als wir uns je erträumt haben. Ich glaube, so froh wie jetzt war ich noch nie. Schön, dass ich helfen könnte. Am liebsten würde ich überall, wo Huxel eine dieser Vogelscheuchen aufstellt, noch mehr Erde säubern. Gut gemacht, Huxel. Zufällig habe ich noch ein paar Samen, die ich für so einen Anlass gehamstert habe. Und jetzt haben wir genug Platz zum Einpflanzen. Huxel erhält mehrere Exemplare von folgendem Kohlsamen und Weizensamen. Ohne Ende sogar. Richtig, richtig viel. Und wir haben die Quest hier abgeschlossen. Schön. Und nu? Wieso buddelt er hier vorne eigentlich nicht um? Ah, Moment. Moment, kann das sein, dass das hier außerhalb des Bauernhofes ist? Ach, hier darf ich gar nicht anbauen. Nein, das wusste ich nicht. Boah, das war mega die Zeitverschwendung dann hier vorne. Ah, hier darf ich gar nicht bauen. Das wusste ich nicht. Das ist schon außerhalb des Bauernhofs. Och nein, wie ärgerlich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, dann müssen wir das hier einmal korrigieren. Ach, ach, ach. Und ich habe mir schon gefragt vorhin, warum er da nicht... Oh, macht das Feld größer. Mission abgeschlossen. Juhu. Wir haben es geschafft, Huxel. Oh ja, 50 Blöcke, weiche, unbefleckte Erde. Perfekt umgegraben und gepflügt. Jetzt haben wir genug Platz für alle 5 Gemüsearten, die früher auf dem Grünfeldbauernhof gewachsen sind. Bevor das Gottesgewächs verwelkt und abgestorben ist, hat man hier verschiedenste Arten von Nutzpflanzen angebaut und ein Fest zur Ernte abgehalten. Du meine Güte, Huxel, sieh mal, das Gottesgewächs. Oh, das Gottesgewächs, es wird größer. Gehe ich jetzt jedenfalls mal von aus. Ja, wie schön. Und ganz viele Herzchenpunkte gibt's hier wieder. Ah, das Gottesgewächs ist etwas größer geworden. Und es fühlt sich auch stärker an. Es scheint wirklich zu helfen, diese Aufgaben zu erledigen, oder Huxel? Wenn ich vor so etwas Kostbarem stehe, kann ich meinen Drang, es völlig zu zerstören, kaum zurückhalten. Oh ja, oh, der Pastor benimmt sich wieder komisch. Ah, wird er diesmal wirklich in die Juft jagen? Moment mal, als du den Baum zum ersten Mal gesehen hast, meintest du, dass du einen Sinneswandel hattest. Was meintest du damit? Ruhe! Ich werde euer untätiges Geschwätz nicht ertragen. Wenn es noch so viel zu tun gibt, verschwendet keine Zeit und erledigt eure Arbeit. Ach, so ein netter Pastor, oder? Ich habe den ja schon fest ins Herz geschlossen. Und normalerweise würde ich jetzt an der Stelle hier übrigens auch den Part beenden. Aber ich werde das Feld hier noch korrigieren. Also es ist hier quasi jetzt ein etwas längerer Part, eben bedingt durch die Tatsache, dass ich mich hier verbaut habe. Also immer da, wo die Musik aufhört, da kann man offensichtlich nicht mehr bauen, denn das gilt nicht mehr als Bauernhof, sondern das gilt schon als Monstergebiet. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöde, wenn hier der liebe Wurm
das Feld hier vorne nicht mehr bewirtschaften kann, beziehungsweise wenn auch unsere Dorfbewohner sich hier vorne nicht um das Feld kümmern können, dann bringt es uns natürlich herzlich wenig. Also werde ich das Feld jetzt einfach ein wenig verlagern, damit es doch noch irgendeinen Nutzen für uns erfüllt. Na? Muss ich hier leider die ganzen Monster besiegen? Es sind so viele. Oh, ein Doppelsprung wäre toll. Vielleicht kriegt man ja irgendwann noch einen Doppelsprung. Oh, die tauchen auch die ganze Zeit Monster auf. Also wir werden hier wirklich massiv unterbrochen beim Bau leider. Ich hoffe, Melroth kümmert sich jetzt darum. Ja, ja, ja. Melroth, sag ich schon. Melroth kümmert sich da vorne um die Schnecke. Huxel ist am Verhungern. Ich futter mal eben was. Ja, machen wir mal auf 100% voll. Zoink, zoink, zoink. Jetzt haben wir's. Oh, und wie schon gesagt, wir werden hier leider angegriffen, weil wir außerhalb des Dorfes sind. Nein, Melroth, töte doch die Schlangen. Nicht die Schlangen, die Schnecken. Kann doch gar nicht wahr sein, dass der da nicht hingeht. Naja. Und darf ich jetzt hier... Ah, okay, jetzt auf der Ebene kann ich jetzt hier wirklich alles abbauen. Also das ist jetzt hier mein Korrekturvorgang gerade. Wie schon gesagt, in diesem Part werden wir jetzt das Feld noch ein bisschen korrigieren, damit das ungefähr meiner Vision entspricht. Und wenn wir das gemacht haben, dann beenden wir das Ganze. Also die Quest von der Rosi, die nächste, denn die hat ja wieder ein Ausrufezeichen über dem Kopf, die schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ah, es ist so schade. Das war so gute Arbeit hier vorne. Naja. Man muss ja auch dazu lernen. Ich kenne das Spiel ja auch nicht. Für mich ist das Spiel ja auch neu. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Let's Play hier anfertige, ist das übrigens auch gerade eben erst rausgekommen. Also es ist noch ganz, ganz frisch auf dem Markt. Wobei ich mir auch keine Guides oder so dazu durchlesen würde. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der große Fan von irgendwelchen Guides. Ich versuche eigentlich immer alles selbst rauszufinden. Ich finde, das macht mehr Spaß. Und das möchte ich in meinen Let's Plays ja eigentlich auch immer so halten. Gleich haben wir es endlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie schon gesagt, das war jetzt echt eine Menge Arbeit hier. Umsonst... Ja, wenigstens können wir uns hier so ein bisschen hinter der Erde verstecken und die Schnecken greifen uns nicht mehr an, beziehungsweise die erreichen uns mit ihren Attacken nicht. Also jetzt die ganze verdorbene Erde hier nehmen. Schön. Und jetzt erweitern wir unser Feld einfach hier vorne in die Richtung. Ja, zack, zack. Ja, ja, ja. Das Prozedere kennen wir ja schon. Ah, okay, okay, okay. Und hier auf der Ebene ziehen wir das noch ein bisschen weiter hier rüber. Das sieht doch erst einmal gut aus. Ich glaube, von der Breite her stimmt das hier sogar schon. Ich glaube, das könnte sogar fast schon reichen. Dann füllen wir das hier nochmal ein bisschen weiter auf. Ja, dann wird das doch nicht ganz so wie in meinem Kopf hier. Also nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber naja. Muss ich dann mit leben. Also, das haben wir geschafft. Jetzt sammle ich hier noch die ganzen Herzchenpunkte ein. Die Dorfbewohner, die haben sich anscheinend wirklich sehr, sehr über das Feld hier vorne gefreut. Und jetzt stelle ich hier eine Vogelscheuche hin. Moment, hier, um den Platz vollständig auszunutzen. Und, tada! Hier gräbt er jetzt aber tatsächlich wieder um. Ah, schön. Also, hier dürfen wir dann wieder buddeln. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Erweiter das hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir wirklich ein schönes, großes Feld, was nicht nur von unserem neuen Wurmkumpel hier umgegraben wird, sondern was auch von unseren Dorfbewohnern direkt umgegraben wird, beziehungsweise bewirtschaftet wird. Und an diesen Stellen hier werden wir richtig schöne, viele Sachen anbauen. Wir werden Weizen pflanzen, wir werden Kohl pflanzen, denn wir haben ja noch eine Menge Kohlsamen auch mit... genommen, beziehungsweise vorhin auch überhaupt hier als Geschenk noch erhalten. Und das machen wir alles und noch viel mehr, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Sollte denn so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert auch gerne fleißig, auch wenn ihr Vorschläge habt, was wir hier mit unserem kleinen Bauernhof noch machen könnten. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao!